wunderschönen Abend. Ich freue mich, wirklich Abend hier zu sein. Ist geil. Ist einfach geil. Ist einfach, ich bin seit gestern in Hannover, muss ich sagen. Baustellen habt Angriff. Wenn du hier falsch abbiegst, bist du weg. Da musst du echt aufpassen. Dann ist er vorbei, ihr Berliner. Ich bin wirklich froh, heute Abend hier zu sein. Ihr Berliner, ich musste mit dem Auto kommen. Weil wir haben ja auch so ein kleines Projekt. Was? Gut Ding will Weile haben. Wir haben ja so einen Flughafen, den probieren wir gerade. Wir dürfen nicht immer nur meckern. Der BER ist der Flughafen mit der besten Ökobilanz. Keine Umweltverschmutzung. Nix. Vor allem das Allergeilste für die Leute, viele haben sie schon vergessen. Vor 12 Jahren haben die angefangen. Und vor 7,5 war fertig. Und dann haben die, ist kein Scherz, dann haben die schon Bordkarten rausgegeben für den Testflug und haben dann gesagt, hier nochmal durchgucken, ob alles richtig ist. Und dann hat einer gesehen, nee, warte, Brandschutz. Und der eine oder andere wird ja mitbekommen haben, sie haben einen Test gemacht und da haben die ja, wenn es brennt, ist wichtig, so eine Sprenkleranlage im BER. Und dann haben die das getestet vom TÜV, drücken drauf und sie haben was vergessen. Und jedem hätte es passieren können. Was haben sie vergessen? Wasser, exakt. Sie haben am Berliner Flughafen, am BR, Wasser vergessen. Jetzt sagt der ein oder andere, dann mach halt einen Hahn auf. Nein! Die haben die Zuleitung zum Flughafen vergessen. Da sitze ich zu Hause und denke mir, wie läuft das? Sitzen die da in so einem Büro für Flughäfen und sagen so, ach hier, wenn wir Flughafen bauen, was brauchen wir? Start- und Landebahn, schreib auf. Tower, Tower, wie schreibt man denn? T-A-U-A, Tower. Oder wird ein Praktikant gesagt haben, wie sieht denn das aus mit Wasser? Und die direkt, halt die Fresse! Das ist ein Hafen für Flugzeuge, nicht für Boote, du Vollidiot! Und jetzt haben die, kein Scherz, jetzt haben die so Gebäude vor den BER geballert, wo Wasser gesammelt wird, damit wir Wasser haben. So, und jetzt kam wahrscheinlich ein Inneneinrichter für Flughäfen und hat gesagt, die Sprenklerköpfe sehen kacke aus. Und das kennt ihr selber, wenn ihr in Urlaub fliegt. Ist ja oft so, dass mir geht es ja auch so. Ich laufe dann durch den Flughafen und denke, ne. Der Flug ist pünktlich, aber die Decke geht ja nicht. Und jetzt haben die, ist kein Witz, eine Zwischendecke unter die Sprenkler geballert, damit man die nicht mehr sieht. So, wenn es jetzt brennt, gehen die Sprenkler an. Die Decke saugt sich voll Wasser und kurz bevor du unten an Rauchvergiftung verreckst, wirst du von der Decke erschlagen.